Verzeihung. Keine Sorge. Ihr Vater hat mich engagiert, um professionelle Bilder vor dem Standesamt zu machen. So, bitte sehr. Alles drin. Ganz haarig an. Was, eine Spinne vielleicht? Nein, sowas wie ein Kopf. Immer wieder schön seine Hochzeit. Jetzt ist es, glaube ich, weg. Versuchen wir es nochmal. Warum fährt sie denn jetzt? Vielleicht hat sie was vergessen. Ach, die Nerven. Den Film aus der Kamera holen. Ach, wo geht das blöde Ding denn auf? Hey, hey, warten Sie! Ihr Kind hat seine Ente verloren! Hey! Hallo! Seht doch, der Fotograf ist schon so weit. Los, beeilt euch bitte. Wir wollen doch den Fotografen nicht warten lassen. Los, kommt schon. Sagt doch bitte den anderen, dass sie sich beeilen sollen. Na los, der Fotograf will anfangen. Stellt euch hier vorne auf. Genau hier, bleibt so. Wunderbar. Trödelt da hinten doch nicht so rum. Der Fotograf will doch ein Gruppenbild machen. Und wir wollen doch nicht zu spät zum Essen kommen. Ach, George, da bist du. Ja, bleib hier stehen. So ist es gut. Sind alle versammelt, rückt zusammen. Und George, du bleibst da stehen. Die Kleinen vorn, die Großen hinten. Werd ihr so freundlich und lasst unseren Fotografen seine Bilder zuerst machen, ja? Stellen Sie sich da drüben hin. Noch ein wenig zusammenrücken, bitte. Bitte. Sind alle soweit? Oh. Schön lächeln. Hier ist das Vögelchen. Tut, was er sagt. Ihr müsst lächeln. Sehr schön. Und gleich nochmal. Bitte lächeln. Prima. Sehr gut. Und nochmal schön auf das Vögelchen schauen. So ist gut. Ich glaube, das genügt. Steigt jetzt bitte alle in die Autos. Wir müssen los. George, geh du zu deinen Eltern. Hier entlang, Mutter. Wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Steig ins Auto, Greg. Ja, in das. Jetzt steig schon ein, Greg. Schätzchen, du steigst auch ein. Und wann kriegen wir die Fotos? Ich kenne einen Fotoladen, der hat einen Express-Service. In einer halben Stunde sind sie fertig. Ich bringe sie dann gleich vorbei. Hoffentlich sind sie was geworden. Bis jetzt hat sich noch keiner meiner Kunden beschwert. Nein. Mein Mann hat mir aber gesagt, dass das ihr erster Auftrag als Hochzeitsfotograf ist. Und deswegen wären sie so billig. Ja. Und jetzt lasst uns alle winken. Na los, alle schön winken. Wiedersehen, Schatz. Wiedersehen. Ihr sollt winken. Und dass da ja nichts passiert. Das sind 24 Fotos von meiner alten Sau. Sie hat heute auf der Landwirtschaftsmesse den ersten Preis gewonnen. Ihr Name? Gerti. Die hübsche Gerti. Nein, Ihr Name. Hä? Oh, Giles. In einer halben Stunde sind Sie fertig, Mr. Giles. In einer halben Stunde? Ah, gut, danke. Name? Lucas. In einer halben Stunde sind Sie fertig, Mr. Lucas. Gut, vielen Dank. Oh nein. Ja? Soll ich Ihr Auto waschen? Was? Nein? Gut, entschuldigen Sie die Störung. Wie viel? Hä? Fürs Auto waschen. Oh nein, ehrlich gesagt, was, so spät schon? Ich muss... Wie viel? Tja, 5 Pfund. Abgemacht. Da steht er. Thank you.
Na los! Pfund, ja? Mhm. Hier, bitte. Und ich bräuchte einen Film. Und was für einen Film genau? Einen von denen da ganz oben im Regal. Meinst du den? Nein. Das ist doch der falsche. Ich muss noch mal nachsehen. Hey! Fünf, sechs. Glück gehabt. Ich wollte meine Fotos abholen. Sie müssten fertig sein. Ja. 6,50, bitte. Danke. Und das sind seine. Oh nein. Nein, warten Sie! Mr. Lucas, halt! Ich hab Ihre... Könnten Sie bitte dem Auto da folgen? Lass mich erst mal dein Geld sehen, mein Junge. Na schön, hüpf rein. Sie müssen sie aber haben. Ich hab sie doch erst vor einer halben Stunde abgegeben. In 30 Minuten kann man doch keine Fotos verlieren. Wirklich sehr leid, Mr. Giles. Sie waren schon fertig. Vielen Dank. Schon fertig. Würdet ihr mal alle herkommen, dann könnt ihr die ersten Bilder sehen. Los, komm. Oh, Mami, hoffentlich sehe ich gut aus. Du siehst entzückend aus. Als Kind warst du schon so fotogen. Oh, oh nein. Na, warte, wenn ich den erwische und so jemand darf sich Hochzeitsfotograf schimpfen. Mm-hmm.